nur. Ich muss runter. Dich mit dem Kopf. Du bist jetzt. Dreh die Hände. Bleib mal so stehen. Bist du eben so. Nein. Hast du die Arme so verschränkt gehabt eben? Monika, kannst du dich noch an deine erste Aufnahme erinnern? Naja, an die allererste Aufnahme kann ich mich natürlich nicht entsinnen. Aber an die ersten Versuche meiner Fotografie, da gibt es schon Erinnerungen. Ich war Lehrling an der Fotoschule Potsdam und mit meiner Freundin, mit der ich zusammen die Lehre für Fotografie machte, ja, da haben wir die ersten Aufnahmen mit uns selbst gemacht. Wir haben uns gegenseitig porträtiert. Und auch die ersten Versuche von Selbstporträts waren in dieser Zeit. Das sind eigentlich die ersten Aufnahmen, die ersten Versuche, an die ich mich erinnern kann. Kannst du schon etwas über deine neue Ausstellung sagen? Ja, in diesem Jahr im Mai wird also meine Ausstellung Lumen et Umbra im Potsdam Museum eröffnet. Lumen et Umbra steht für Licht und Schatten. Licht und Schatten nicht nur als Gestaltungsmittel in der Fotografie, sondern natürlich auch Licht und Schatten des Lebens, das war immer mein Thema. Deshalb haben wir uns auch für diesen Titel entschieden. Das finde ich bedeutend besser. Schön am Weg, dann haben wir den Vorhang, ne? Ja. Das ist auch so ein bisschen Beruhigung, ja. Das wird schon. Ja, natürlich. Zu berücksichtigen. Ja. Und wenn er hier hinkommt, dann schaut er es richtig. Also thematisch nicht, ne? Also es war klar, dass Monika eine große Ausstellung machen wird hier im Museum. Ein Jahr später. Und als mich dann Frau Götzmann fragte, ob ich Interesse hätte, an der Ausstellung mitzuarbeiten, habe ich mich riesig gefreut. Und wir sind zunächst zu Monika ins Atelier gefahren zusammen und haben uns die Arbeiten angesehen, die sie schon im Kopf hatte, welche sie gerne zeigen möchte. Und das waren wunderbare Stunden in diesem wunderbaren Haus am Heiligen See mit diesen großen, großartigen Arbeiten, die wir jetzt hier auch alle in der Ausstellung sehen. Jahre Fotografie. Bilder aus dieser Zeit zu wählen, das war eine ziemlich große Herausforderung für mich. Das Eintauchen in die Vergangenheit, noch einmal das intensive Erinnern an bestimmte Zeiten meines Lebens mit Menschen, die ich fotografisch begleitete. Viele Menschen auf meinen Bildern leben nicht mehr, doch in meinen Bildern leben sie eben weiter. So auch die meines Vaters, meines Onkels oder die Bilder von Peter Hermann. In dieser Zeit begann auch meine Porträtarbeit über den Astrophysiker Professor Hans-Jürgen Treder. Mehr als 10 Jahre arbeitete ich an diesem Porträt, ließ mich sogar in seinem Institut als Fotografin anstellen, um somit näher an dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit zu sein. Zu meinen Langzeitprojekten gehört auch zum Beispiel die Aktfotografie. Akt in den Lebenszeiten war das genaue Thema, das mich interessierte. Von besonderem Interesse waren weiterhin für mich soziale Themen. In der DDR-Zeit war es nicht immer leicht, sich als Fotograf sozialen oder Außenseiter-Themen zu widmen.
So beschloss ich denn auch, meine Diplomarbeit dem Thema Menschen mit Behinderung auf der Suche nach neuen Lebensmodellen zu widmen. Durch einen Zufall entdeckte ich die einzige Wohngemeinschaft von behinderten und nicht behinderten jungen Menschen im thüringischen Hartroda. Sie verwirklichten ihren Traum von einer Wohngemeinschaft und gemeinsam mit der Evangelischen Kirche Thüringens fanden sie ihren Ort und ihren Lebensmittelpunkt. Diese Gruppe begleitete ich fast ein Jahr und am Ende entstand das Buch »Vögel wollen fliegen«. Mich interessierten aber auch ganz besonders Menschen, die ihr eigenes Leben der Pflege und Betreuung von Menschen mit einem Handicap widmeten. Im Oberlinhaus Babelsberg fand ich diese Menschen. Der Tod nimmt in meiner Fotografie einen großen Raum ein. Er gehört eben zum Leben. Und da mich das Leben interessiert, verschließe ich nicht vor dem Tod meine Augen. So begleitete ich einen Freund, der schwer erkrankte, bis zu seiner letzten Stunde. In der analogen Zeit arbeitete ich ausschließlich in meiner Schwarz-Weiß-Welt. Nie hätte ich mir vorstellen können, diese Dunkelkammerwelt zu verlassen. Doch nun entdeckte ich den Computer und dadurch die Farbe. Meine Farbigkeit, die für manchen Betrachter meiner Arbeiten immer noch wie Schwarz-Weiß-Bilder wirken. Die gedämpften und monochromen Töne faszinieren mich mehr und mehr. Besonders die Jahre im Zisterzienserkloster prägten mich in dieser Haltung. Das gedämpfte, warme Licht nahm mich gefangen und diese Farbigkeit bestimmte dann auch meine Bilder über das Leben der Mönche in ihrer Welt. Dennoch bleibt meine Vorliebe für die schwarzen Töne. In meinen letzten Porträts kann man es deutlich sehen. Schwarz bedeutet für mich auch Ruhe, Kraft und Konzentration auf das Wesentliche. Es bedeutet mir ganz viel, in meinem geliebten Potsdam und in diesem Haus meine erste, vielleicht auch letzte, so große, umfangreiche Ausstellung präsentieren zu dürfen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe Monika Schulz-Viehgut vor etlichen Jahren bei uns im Hause das erste Mal gesehen, bei Eröffnungen die ersten Gespräche mit ihr geführt. Und habe mir dann auch ganz bewusst ihre Ausstellungen in Potsdam angesehen. Das waren Einzelausstellungen, aber auch Gruppenausstellungen. Das erste intensive Gespräch über ihre Arbeit haben wir im Kunsthaus geführt, anlässlich einer Gruppenausstellung zum Themenjahr Kulturland Brandenburg. Unter dem Thema Spieglein, Spieglein an der Wand hat sie Porträtfotografie präsentiert. Und ich habe mit ihr sehr intensiv über das Porträt, das schwarze Porträt von Franziska Knuppe gesprochen, das auch hier in unserer Ausstellung zu sehen ist. Etliche Jahre später, vor 3 Jahren, haben wir dann uns zusammengesetzt und die Planung für diese Ausstellung begonnen. Liebe Libuda, danke für Ihre traumhaften Klangbilder. Es war mein ganz großer Wunsch, Sie hier zu erleben, aber nicht nur meine, ich weiß, dass noch andere es sehr gewünscht haben. Mein ganzes Leben drehte sich immer um den Heiligen See.
Meine Eltern hatten im Neuen Garten ihren Garten, später in der Rumschen Villa mit dem Manfred Nitsche. Und als ich dann meinen Mann heiratete, ja, zog ich also in dieses Haus am Heiligen See. Und man wird immer dankbarer. Und allein diese Tatsache, dass ich hier leben darf, das ist schon ein wahnsinniges Geschenk. Das Rote Haus übergeht in das Wasser und in die Landschaft. Das sind unbeschreiblich schöne Momente. Da kommen einem natürlich große Erinnerungen an große Maler, Wilhelm Thörner. Für mich ist es immer Wilhelm Thörner pur. Die Landschaftsfotografie gehört zu meinen Langzeitstudien. Ich betrachte eine Landschaft wie ein Porträt. Ich versuche, ihren Charakter und ihre Geschichte zu verstehen und finde so am besten zu meinen Bildern. Dazu gehört zum Beispiel die Kurische Nehrung. Diese einzigartig schöne und zugleich melancholische Landschaft hat mich irgendwie verzaubert. Mein Vater stammt aus dieser Gegend und sie prägte auch ihn. Ich wollte seine Landschaft kennenlernen und am Ende konnte ich ihm mein Buch Melancholie einer Landschaft widmen. Ich bin gespannt auf meine fotografische Zukunft. Meistens fallen ja die Themen mich. Doch wenn sich dann ein Vorhang öffnet und mir mit meiner Kamera Einblicke in besondere Themen gewährt wird, dann bin ich glücklich und dankbar. Dankbar, ein Leben lang einen so wunderbaren Beruf gewählt zu haben.